Lange haben wir uns gescheut, diese Frage zu stellen, aber unsere Reihe zum Fermi-Paradoxon wäre nicht vollständig ohne sie. Gibt es Gott? Entwarnung an alle, deren Finger schon zum Daumen nach unten wandert. Wir werden keine finale Antwort geben können, natürlich nicht. Aber wir werden uns der Frage neutral und möglichst detailliert nähern. In diesem YouTube-Video geht es um die Grenzen unserer Erkenntnis, die Existenz von Gott und Aliens und überhaupt was für eine Zusammenstellung. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Seit 2 Jahren und in weit über 20 Videos setzen wir uns mit dem Fermi-Paradoxon auseinander. Wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, laden wir euch ein, beim ersten Teil zu beginnen. Klickt einfach hier oben rechts. Was hat aber Gott mit dem Fermi-Paradoxon zu tun? Erstaunlich viel. In dem Moment, wo man akzeptiert, dass das Universum von einer Schöpferentität geschaffen wurde, muss man das Paradoxon in einem ganz neuen Licht betrachten. Wir könnten zum Beispiel annehmen, dass wir als quasi Krone der Schöpfung vollkommen allein sind in unserem Universum. Wir könnten ebenso davon ausgehen, dass wir vielleicht nicht alleine sind, aber die Existenz der anderen uns verborgen bleiben soll. Eine allmächtige Gottheit wäre nicht hinterfragbar, nicht in ihrem Handeln und nicht in ihrer Motivation. Das Fermi-Paradoxon wäre also nur paradox aus unserer begrenzten Perspektive, würde sich aber auf göttlicher Ebene schlicht auflösen. Das bringt uns zur Frage nach der Existenz Gottes. Diese wird von den Religionen natürlich bejaht. Denn ein Zweifeln an Gott würde gleichzeitig der Religion jegliche Existenzgrundlage rauben. Aber Religionen können wir, Entschuldigung für das Wortspiel, Gott sei Dank ausklammern. Die Existenz von Religionen hat grundsätzlich wenig mit der Existenz einer Gottheit zu tun, vor allem aber beweist sie diese nicht. Egal wie viele Menschen einer Religion angehören, sie hängen in der Regel einem Ursprungstext oder einem Ursprungsmythos an, den sie glaubend hinnehmen. Religionen spielen in unserer Lebenswelt und in der menschlichen Geschichte eine erhebliche Rolle. Nicht aber bei der Frage nach Gott. Weder wollen wir uns also mit einer konkreten Religion auseinandersetzen, noch diese kritisieren. Unsere Annäherung an das Thema ist nicht theologisch. Gleichzeitig können wir nicht naturwissenschaftlich argumentieren. Die Naturwissenschaften fußen fest in der Beobachtung. In der Physik etwa können wir beobachten, wie sich Körper unter bestimmten Bedingungen verhalten. Und wir können versuchen, daraus Gesetzmäßigkeiten abzuleiten und experimentell zu überprüfen. Dies ist für eine Gottheit nicht anwendbar, da weder sie noch ihr Wirken beobachtet werden kann. Gott scheidet damit also als Gegenstand der Naturwissenschaften schlicht aus. Datengeleiteten Geisteswissenschaften geht es nicht besser. So können zum Beispiel die Geschichtswissenschaften oder die Archäologie keine Gottesbelege ins Feld führen. Sicher, ich kann mich bemühen, die historische Existenz von Figuren aus religiösen Texten zu belegen. Jesus, Mohammed, Siddhartha Gautama. Das belegt aber keineswegs die Existenz einer Gottheit. Es wurden Ideen präsentiert, nach denen bestimmte Ereignisse, so zum Beispiel der Exodus, so viele Augenzeugen gehabt hätten, dass das Ereignis und damit das Eingreifen Gottes quasi bewiesen sei. Diese Vorgehensweise ist aber in höchstem Maße unhistorisch, da sie eben nur auf eine einzige Quelle zurückgreift, die gleichzeitig das Ereignis als auch die Zahl der Augenzeugen postuliert. Die einzigen nennenswerten Versuche, die Existenz einer Gottheit zu beweisen, entstammen daher der Philosophie bzw. der Religionsphilosophie. Schauen wir uns mal einige von diesen an. Bereits im Mittelalter bemühte sich der normannische Mönch Anselm von Canterbury um einen Gottesbeweis. Ihm zufolge sei Gott perfekt, quasi das Optimum dessen, was sich ein Mensch vorzustellen vermag. Eine reine Vorstellung ist aber für Anselm nicht perfekt. Sie ist erst dann vollkommen, wenn sie auch real ist. Da Gott perfekt ist, so Anselm, muss er auch real sein. Dies kann man sich analog für sein Lieblingseis vorstellen. Das ideale Eis schmeckt besser als jedes andere und hat vermutlich gar keine Kalorien. Es ist aber erst dann das perfekte Eis, wenn es eben auch wirklich existiert. Und damit haben wir auch schon das Problem von Anselms Argumentation erkannt. Sie kann ebenso Gott beweisen wie die perfekte Eiscreme. Das wurde vom großen Denker Thomas Aquinas erkannt und bemängelt. Dieser bemühte sich daher um seinen eigenen Gottesbeweis. In seiner Summa Theologica legte er 5 unterschiedliche Argumente vor, welche allerdings so ähnlich aufgebaut sind, dass wir uns nur eines ansehen. Aquinas zufolge muss alles, was existiert, einen Grund, eine Ursache haben. Es ist gleichzeitig nicht möglich, dass irgendetwas sich selbst verursachen kann, da es ja existieren müsste, um als Urheber tätig zu werden. Wenn aber alles eine vorher existierende Ursache haben muss,
dann gerät man in einen infiniten Regress, eine Unendlichkeit, die Aquinas zufolge nicht möglich ist. An den Anfang setzt er daher als ersten Grund und Verursacher von allem Gott. Auch Aquinas Logik wurde kritisiert. Warum schließlich sollte ein infiniter Regress jenseits der menschlichen Erfahrung nicht möglich sein? Erst in der Neuzeit, im 18. Jahrhundert genauer, kam die Theorie des intelligenten Designs bzw. des Kreationismus auf, die allerdings bereits in den Gedanken von Thomas Aquinas angelegt war. Da offenbar alles in der Welt einen bestimmten, einen hochspezifischen Zweck zu haben scheint, beweist dies eine Schöpferentität, welche für dieses vermeintliche Design verantwortlich sein muss. Solch eine Denkweise war für das 18. Jahrhundert durchaus nachvollziehbar. Ein Blick auf die Tierwelt reichte, um zu erkennen, dass jede Spezies scheinbar optimal für bestimmte Zwecke entwickelt war. Vögel beispielsweise hatten exakt jene Schnabelformen, die sie für die Beschaffung ihrer favorisierten Nahrung benötigten. Die Welt war in höchstem Maße komplex und dies konnte schlecht Zufall sein. Einer der Begründer des modernen Kreationismus, William Paley, nutzte die Analogie einer Taschenuhr. Sie ist komplex aufgebaut und hat offensichtlich einen bestimmten Zweck. Wenn wir eine solche Uhr auf dem Boden fänden, was wäre dann wahrscheinlicher? Dass sie zufällig entstanden ist oder dass es einen Uhrmacher geben muss, der für den Mechanismus verantwortlich zeichnete? Natürlich, so Paley, würden wir ohne zu zögern von einem Uhrmacher ausgehen, der diese Uhr kunstfertig und mit einer ganz bestimmten Absicht gefertigt hat. Analog dazu stellen wir uns die Frage, ob die Welt in all ihrer Komplexität und Zielgerichtetheit Ergebnis zufälliger Abläufe sein kann oder die geplante und zielgerichtete Schöpfung eines Erschaffers, Gott. Schnell wandten Kritiker ein, dass es viele Dinge gäbe, die eben keine Absicht erkennen ließen. Warum sind Giraffenhälse so lang, wenn sie sich dann doch meist zum Fressen hinunterbeugen? Warum haben wir einen Blinddarm? Warum haben auch Männer Brustwarzen und warum hat Mark Wahlberg 3? Die Antwort gab es erst im nächsten Jahrhundert. Darwin zeigte, dass sich die Komplexität und die vermeintliche Teleologie, diese Zielgerichtetheit des Lebens über einen Prozess von Selektion, Rekombination und Mutation erklären lässt. Die Evolution. Und obwohl wir mittlerweile eine erdrückende Beweislast für die Richtigkeit von Darwins Theorie haben, ist die Vorstellung eines Intelligent Designs noch immer eine der führenden Lehren, wenn es darum geht, die Existenz Gottes vermeintlich zu beweisen. Allen Versuchen, diese Existenz einer Gottheit darzulegen, ist eines gemein. Sie versuchen, eine metaphysische Entität, die sich der menschlichen Existenz per Definition entzieht, mithilfe eben jener menschlichen Erkenntnis zu belegen. Gott zu beweisen ist also, vorsichtig ausgedrückt, schwierig. Rein wissenschaftlich allerdings ist das kein Beinbruch. Es würde ja ebenso genügen, die Existenz Gottes zu falsifizieren, also zu widerlegen. Auch hier gab es bereits eine Reihe von Ansätzen, welche uns dann im zweiten Teil unseres Ausflugs ins Göttliche beschäftigen werden. Für heute sagen wir euch danke fürs Zuschauen, insbesondere unseren Patrons, allen voran aber unseren galaktischen Overlords Robert, Markus, Apollon, Max, Michael und Dimitar. Ihr seid toll. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und einen Kommentar. In 2 Wochen geht es dann weiter mit dem Fermi-Paradoxon und in diesem Sinne 42. Let it go and tell me where. Speed it up.